Ein herzliches Hallo zu einer neuen Ausgabe vom Paratalk am Sonntag. Heute möchte ich euch das Jenseitsmedium Cynthia Detzler vorstellen. Geboren im Saarland, arbeitet sie heute als professionelles Medium und Speaker Coach. Cynthia besitzt die außergewöhnliche Gabe, nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, Pflanzen und die geistige Welt wahrzunehmen und Botschaften aus diesen Bereichen an ihre Klienten weiterzugeben. Schon von klein auf spürte Cynthia die Präsenz der geistigen Welt und ihrer Lichtwesen. Früh erkannte sie, dass sie die besondere Fähigkeit hatte, die Stimmungen und Emotionen der Menschen zu erspüren, zu deuten und zu interpretieren. Wie es oft in der Entwicklung eines Mediums der Fall ist, konnte Cynthia Ereignisse und Energien um Menschen herum wahrnehmen, die anderen verborgen blieben. Seit über 30 Jahren unterstützt sie nun Menschen mit ihrer Medialität und ihrer tiefen Verbindung zur geistigen Welt. Ich bin mir sicher, ihr seid gespannt darauf, mehr über Cynthia zu erfahren und wie sie die geistige Welt aus ihrer Perspektive erlebt. Es geht weiter gleich nach dem Intro. Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Paratalk am Sonntag. Heute begrüße ich als Gast das Jenseitsmedium Cynthia Detzler. Liebe Cynthia, herzlich willkommen zu unserem Interview im Paratalk am Sonntag. Ich freue mich außerordentlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über deine tiefgreifenden Erkenntnisse und Erfahrungen zum Thema Jenseits zu sprechen. Es ist eine Ehre, die ich heute hier habe, und ich bin sicher, dass deine Einblicke für unsere Zuschauer äußerst bereichernd und faszinierend sein werden. Hallo, Cynthia. Hallo, lieber Hermann, ich grüße dich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für diese wunderbare Einladung, Einblick in meine Arbeit geben zu können, Einblicke ins geistige Reich geben zu können. Und ich finde deinen Namen, deiner Sendung ganz fabelhaft, Paratalk, hat mir mega gut gefallen, als ich das gelesen habe. Und ich freue mich, dass ich dabei sein darf und deiner Community oder unserer Community auch, ja, ein bisschen Einblicke in meine Arbeit und in mein Wissen aus der geistigen Welt geben zu dürfen. Vielen Dank. Ja, nee, also ich bin derjenige, der Danke zu sagen hat, denn ich bin immer froh, ja, so gute Medien zu bekommen, denn es ist ja für euch neben eurer vielen Arbeit, die ihr sowieso schon habt, immer ja ehrenhaft. Ich bedanke mich dafür. Cynthia, lass uns mal direkt starten. Gibt es bestimmte Techniken, die du anwendest, um eine klare Verbindung zur spirituellen Welt herzustellen? Und kannst du beschreiben, wie sich die Präsenz einer spirituellen Entität anfühlt? Anfühlen
fühlt sich das einfach nur sehr, sehr harmonisch, sehr, sehr schön. Da ich von Kindesbeinen das schon habe, also das Talent ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich sage immer viel lieber Talent, weil Gabe ist mir so theatralisch. Gabe, sondern es ist das Talent. Ich muss ja auch üben und mich weiterentwickeln, um die Kommunikation der geistigen Welt so wahrzunehmen, wie ich sie jetzt halt einfach heute wahrnehme. Aber das ist für mich etwas wie Atmen, wie Zähne putzen. Das geht bei mir automatisch. Ich habe zwar gewisse Rituale, in denen ich mich erde oder mehr zu mir komme, denn ich bin ja ein ganz normaler Mensch. Und natürlich habe ich auch den Einkaufszettel im Kopf oder was ist denn heute zu essen? Und das war jetzt ein bisschen störend, wenn du dann Platz machen sollst für die geistige Welt, so dass der Verstorbene, sprich die Seele, durch dich sprechen kann oder mit dir kommunizieren kann. Und dann habe ich meine Rituale, die mich in der Natur ganz stark wieder mit der Erde verbinden, mich ruhig werden lassen und natürlich dann auch mich ein Stück weit, ja, zur Seite, nehmen, weil ich muss ja Platz machen für die Natürlich. Vorausgegangenen. Ja, Ja, klar. und das mache ich eigentlich oft in der Natur und anfühlen, das ist also, man kann sich das, wie soll ich das sagen, das ist bei mir, ich kann ja nur von mir sprechen, nicht so wie wenn dich jemand besetzt oder übernimmt, das sind ja im Moment gerade so Dinge, die sehr stark im Feld sind, diese Besetzungen, Übernehmungen, das ist nicht der Fall. Eigentlich ist es nur das Wissen, das aus der geistigen Welt transportiert wird, dass mir simultan, ich bin ein Schreibmedium, das heißt, ich schreibe auch mit einem Stift, das ist kein normales Schreiben, wie man es normalerweise kennt, das ist eher ein Kritzeln, ja. Das geht simultan. In dem Moment, wo die Anbindung steht, geht das simultan. Das ist das geht immer hin und her. Ein bisschen mit Kritzeln, dann sind wieder die Informationen da. Denn die geistige Welt ist ein Ort der Kommunikation und die wollen auch mit uns kommunizieren. Ja, also den Eindruck habe ich allerdings auch gehabt. Alleine durch meine jahrelange Erfahrung. Ich habe also ja über 30 Jahre Transkommunikation gemacht. Also früher sagte man Tonbandstimmen dazu und habe ja einen Hauf von ja, Antworten bekommen. Und da gibt es einfach wirklich nichts zu leugnen, wirklich. Jetzt sage ich immer so, wir leben ja hier auf der Erde mit Gut und mit Böse. Wie ist das Konzept von Gut und Böse im Jenseits? Wie wird es da verstanden und bewertet? Gibt es das da genauso? Nein, also das ist ein Schubladendenken im Menschlichen. Und da sollten wir uns ein bisschen davon lösen, weil es gibt in der geistigen Welt kein Gut und kein Böse, sondern dort ist. Und die Erfahrungen, die wir machen, die wir hier als schlechte Erfahrung oder gute Erfahrung im Menschlichen einkalkulieren, und das brauchen wir ja auch, weil wir hier in der Dualität leben und dadurch natürlich auch dieses Wertesystem ein Stück weit brauchen, was ist gut, was ist schlecht. Gibt es das in der geistigen Welt aber nicht mehr. In der geistigen Welt ist alles wichtig für die Erfahrung. Es zählt der Erfahrungsschatz. Was bringt mir diese Erfahrung? Und da wir geistige Wesen sind und das Menschliche erfahren wollen, also das Fühlen, das Wissen mit dem Fühlen zu komplementieren, gehen wir in die Körperlichkeit. Denn etwas zu wissen ist was anderes, wie zu wissen, wie es sich anfühlt. Ganz kurzes Beispiel, wenn du dir noch nie in den Finger geschnitten hast, und ich sage dir, ja, man nimmt einen scharfen Gegenstand, man schneidet in den Finger, dann die erste Haut, die zweite Haut, sich Blutzirrende Gefäße blutet. Ist alles sehr logisch und nachvollziehbar, aber ich sage es ganz ehrlich so, weil ich das Herz auf der Zunge trage. Schneid dir mal in den Finger, wie scheiße weh das tut. Also etwas zu Ja, wissen ist was anderes, wie zu wissen, wie es sich anfühlt. kann ich Und das dir. Fühlen können wir nur in der Körperlichkeit. Deswegen wählen wir die. Deswegen haben wir auch die guten und die schlechten Erfahrungen, weil alles ein Erfahrungsschatz ist, der uns komplementiert, der uns weiterbringt im seelischen Wachstum. Ja, das ist als Mensch nicht einfach zu begreifen, wenn man dann denkt, was es für Elend gibt, für Schwierigkeiten gibt, für Schicksale gibt. Aber auf der geistigen Ebene, und das sage ich all deinen lieben Zuschauern, ist nichts sinnlos, weil du als Seele würdest dir nichts auf den Weg legen, was keinen Sinn macht. Das wäre sinnlos. Das ist alles so, wie es sein soll. Soll, Ganz also wichtig für uns. es kommt alles auf einem zu, so wie es, ja, hat man sich ja auch ein Stück weg dann auch selber ausgesucht, ne? So habe ich dich da richtig verstanden, oder? Also, es ist ein Stück weit wie eine Reise, vergleiche ich immer. Das Leben hat auch ein bisschen Entfaltung. Also, man sollte jetzt nicht glauben, oder deine lieben Zuschauer sollten nicht glauben, dass jetzt jede
Minute deines Lebens minutiös durchgeplant ist, weil dann kann sich das Leben ja nicht entwickeln. Das ist wie eine Reise. Sag ich mal, du möchtest nach Italien und sagst, oh, ich möchte unbedingt den Schiffsturm von Pisa sehen. Ich will das Kolosseum sehen und noch Pompeji. Ja? Das sind meine wichtigen Reiseziele. Die will ich sehen. Und auf diesen Wegen begegnen wir Dinge. Auf diesen Wegen begegnen wir einer Reise, haben verschiedene Ansichten, kommen aber auf diesen Schiffsturm von Pisa, kommen nach Pompeji oder nach Rom und erleben unsere Lernaufgaben da. Aber die Wege, viele Wege führen nach Rom, wie wir da hinkommen, das ist doch ein Stück weit das Leben, das sich entfaltet. Und das finde ich auch schön. Viele Reise, die du planst, da machst du ja auch nicht minutiös jede Minute, weil dann hättest du ja keinen Platz mehr für die schönen Dinge oder wenn du dich dann mal verfährst und die beste Pizza in einer Pizzeria isst, weil du dich verfahren hast, ja? Ja, gut, das hat ja auch ein Stück weg mit unserem freien Willen zu tun, ne? Ist ja klar. So ist es. So ist es. Wenn man jetzt im geistigen Reich sich aufhält, kann man auf das Wissen, die Erfahrung anderer Seelen zurückgreifen oder ist man einfach davon irgendwie abgesondert? Kann man sich gegenseitig helfen, Erfahrungen des anderen aufnehmen, für sich weiterverarbeiten? Gibt es da irgendwie Erkenntnisse drüber? Also auch hier kann ich auf meine tausenden von gegebenen Jenseitskontakte zurückgreifen, was mir die vorausgegangenen, weil ich sage immer viel lieber vorausgegangene, weil es für mich ein Vorausgehen ist. Die Körperlichkeit verstirbt, aber unser Bewusstsein, das, was uns ausmacht, existiert ja ewig. Ja? Also ist es praktisch ein Vorausgehen. Wir partizipieren alle voneinander in der geistigen Welt. Dort ist es möglich, auf das Wissen zuzugreifen, das wir haben, aber auch auf das Wissen, was andere. Wir tauschen uns praktisch dort aus. Und in einem wunderbaren Jenseitskontakt, den ich hatte, beziehungsweise ich zeichne ja auch Verstorbene, da habe ich aber keinen Einfluss, wer sich zeigt, sondern ich kriege diesen Impuls, zeichne. Und da habe ich einen jungen Mann gezeichnet, der an einem Verkehrsunfall gestorben ist. Und da hat sich ein anderer junger Mann mit eingemischt in diese Unterhaltung, hat Daten von sich durchgegeben. Das Bild war ein anderer, der gezeichnet worden ist, aber der auf dieselbe Weise verstorben ist bei einem Verkehrsunfall wie der junge Mann, den ich gezeichnet habe. Und dann wurde mir mitgeteilt, dass Seelen, die ähnliche Erfahrungen auf Erden gemacht haben, sage ich jetzt mal gerade wie diesen Verkehrsunfall, sich zusammentun und anderen, die zurückkommen, auch da wieder helfen, die Dinge aufzuarbeiten, so als Unterstützung. Und was ich noch viel spektakulärer fand, lieber Hermann, ist, dass im Jenseits auch Freundschaften geschlossen werden. Weil ich mit diesen zwei Müttern gesprochen habe. Und sie sagt, die eine Mutter hat gesagt, das sieht meinem Jungen so ähnlich, dass der anderen hilft. Und die andere hat gesagt, das ist so Wahnsinn, der hat immer mit Älteren sich zusammengetan. Weil der Unterschied war auch ein bisschen das Alter. Die Todesursache war das gleiche, bei einem Verkehrsunfall, bei einem Rollerunglück sind sie beide leider Gottes im Verkehrsunfall auf dieselbe Art und Weise verstorben. Was auch wieder zeigt, dass es identische Lebenswege ein Stück weit gibt. Und dass wir das im geistigen Reich auch wieder miteinander aufarbeiten und andere uns unterstützen, die vielleicht schon vorgegangen sind und dann wissen, ah, so war das. Weil du hattest ja eben Unfall erwähnt. So kurz bevor wir hier angefangen haben, habe ich noch ein bisschen im Fernsehen geschaut und da war auch ein Ehepaar, das hat seine Tochter verloren beim Verkehrsunfall. Also Polizei gekommen, also wir müssen ihnen sagen, ihre Tochter ist schwierig, erstmal mit der Trauer umzugehen. Ja, die gehen jeden Tag zum Friedhof und für die ist das endlich. Ja, also für die gibt es kein danach. Viele Menschen haben ja Schwierigkeiten, sich ein Leben nach dem Tod vorzustellen. Wie könnte man diese Menschen, sprich jetzt diesem Ehepaar, was ihr Kind verloren haben, das Konzept eines Lebens nach dem Tod zu verstehen und ja anzubieten, dass sie es akzeptieren können? Wie gehst du denn auch dann in der Form mit skeptischen Klienten um? Gibt es die? Ja. Die gibt es auf jeden Fall. Ich kläre nur sehr genau mit Informationsblättern vorher auf, was bei mir machbar ist und was nicht. Ich sage immer, ich bin nicht allwissend, ich bin nicht der liebe Gott. Das möchte ich auch gar nicht sein. Der hat mir viel zu viel Verantwortung. Und du kannst auch keinen überzeugen, der nicht überzeugt werden möchte.
Und das ist auch vollkommen okay, weil jeder ist auf seinem Weg. Jeder ist in seinem Bewusstseinszustand so weit, wie er eben ist. Und ich habe eins nie getan, egal ob das jetzt war, weil ich seit 35 Jahren Vegetarier bin oder jetzt seit so langer Zeit Jenseitskontaktmedium, ich überzeuge keinen, ich missioniere keinen. Ich gehe immer davon aus, dass jemand, wenn er kommt, ein bisschen sich geöffnet hat. Weil ich das in allen meinen Videos auch sage, ihr müsst ein Stück weit offen sein. Die geistige Welt kann mit euch nur kommunizieren oder die Energie kann nur fließen, wenn ihr offen seid für diese Thematik. Sie wollen mit euch kommunizieren, aber sie werden eins nicht tun. Sie werden euch nicht belästigen oder überfordern oder sonstiges. Wenn ich gerade Eltern, und ich habe ja auch viele Eltern in Kontakt, die ihre Kinder verloren haben, die sind sehr genau, ne? Also man kann da nicht sagen, ja, die greifen ja nach jedem Strohhalm, sondern die sind schon sehr genau, gerade weil es um ihre Kinder geht, weil das ist ja etwas, was eigentlich nicht so sein sollte, dass Kinder zuerst gehen vor den Eltern, aber leider Gottes passiert es jeden Tag, da die Seelen einen anderen Plan haben und wir sehen einen jungen Menschen, der vorausgeht und sagt, ach Gott, der hat noch das ganze Leben vor sich gehabt, aber diese Seele kann so erfahren sein und schon so viele Inkarnationen hinter sich haben, wie ich noch gar nicht gemacht habe, ja. Wir sehen halt diesen jungen Menschen. Und für Eltern ist es immer ein Stück unbegreifbar. Ich habe zum Beispiel in meiner Klientel eine Dame gehabt, die hat ihren Sohn sehr früh verloren und die war sehr skeptisch. Und die kam das erste Mal zu mir und ich war einfach so, wie ich bin, offen. Sagte ihr, was ist möglich, was ist nicht möglich, was kann ich tun, lass dich darauf ein. Und sie hat sich darauf eingelassen und sie war ein paar Mal schon bei mir. Und sie sagt, Cynthia, das war so toll, mit dir darüber zu sprechen. Jetzt glaube ich, also bei vielen sind auch die Kinder, die vorausgehen, Türöffner, um die Spiritualität zu öffnen, um das machbar zu machen, gangbar zu machen. Sie war vorher sehr wissenschaftlich, ist sie immer noch, aber sie hat sich diesem Thema Spiritualität ganz weit geöffnet und ist ganz wissbegierig. Und ihr Sohn war der Türöffner. Ja. Ah, super. Ja, also so Erlebnisse sind ja auch immer wieder schön und die beweisen ja auch wirklich die Existenz eines nachtodlichen Lebens. Und auf bessere Weise kann man ja Trauernden gar nicht helfen. Also ich finde, es sollte viel mehr in Anspruch genommen werden, als ja leider ein ganzes Leben ja jeden Tag zwei Taschentücher voll zu weinen und einfach nicht verstehen, was passiert ist. Ich weiß und ich ganz mehr denken, vergessen und verarbeiten, weiß ich nicht, ob man das überhaupt kann. Ich meine, ich bin auch Vater von einem Sohn und wenn was passieren würde, weiß ich, ob da mein Weltbild durcheinander käme, weil ich glaube an Leben nach dem Tod, aber ja, das wäre schon hart. Also man lehnt sich da so immer ein bisschen zurück und sagt, na, Jenseitskontakt, dann glaubst du dran. Ja, ist schwierig. Ich finde gerade die Beziehung zu einem Kind finde ich einfach unheimlich schwierig. Bei älteren Leuten ist ja alles okay. Die haben ihr Leben so weit gelebt. Ist also in Ordnung. Also, aber dennoch, die Trauer so bei Eltern finde ich schon sehr stark. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht, wer sich aus dem Jenseits meldet? Man kann es ja nicht diktieren. Ist es auch möglich, auch Kontakt zu höheren Geistwesen, also wir bleiben jetzt nicht auf der verstorbenen Schiene, nicht um die niederzumachen, aber es gibt ja auch höhere Geistwesen aufzunehmen, die Menschheit lehrreiche Informationen übermitteln könnten, wie zum Beispiel Engel oder Lichtboten. Hast du da irgendwie schon mal eine Erfahrung gemacht oder sperren die sich einfach? Nein, ich möchte mal ganz kurz auf die Trauer kommen, weil ich habe... Ich finde, dass die Trauer oftmals hier immer noch so antiquarisch ist. Ich sage immer, wir müssen nie was loslassen, was wir lieben, weil in der Trauer so oft gesprochen wird, du musst es loslassen. Wir können nichts, was in unserem Herzen ist, loslassen. Das funktioniert nicht, weil was im Herzen ist, bleibt im Herzen. Aber wir sollten akzeptieren, dass sie nicht mehr so in der Form da sind, wie wir es gerne hätten, was aber nicht heißt, dass sie nicht da sind, weil das hier ist ein wunderbarer Teil unseres Seins. Die Körperlichkeit ist was Tolles. Ich sage immer, man soll schön auf sein Gefäß aufpassen. Da wohnt die Seele drin, ja.
Aber das ist nicht das, was uns ausmacht. Unser Bewusstsein macht uns aus. Unsere Charaktereigenschaften, wie wir waren. Und das bleibt für die Ewigkeit erhalten, ja? Und das sollten wir uns viel stärker ins Gedächtnis rufen, dass das für die Ewigkeit erhalten bleibt. Und die Kommunikation mit der geistigen Welt, die ist so vielfältig wie das Leben selbst. Und die Geistigen sind sehr lebendig. Also ich habe noch nie zum Beispiel eine miesepetrige Seele gesehen. Ich sage auch, es gibt keine Geister, nur Seelen. Geister haben wir irgendwann mal dieses Wort geprägt, das kam aus dem Altdeutschen auch. Das heißt erschaudern und oh, da ist was gruselig, weil wir noch keine andere Definition vor Jahrhunderten hatten. Aber heute weiß man ja ganz klar, dass diese Existenzebene existiert. Und es gibt ja auch Beweise dafür, auch in meinen Kontakten. Ich bin ein beweisführendes Medium, gebe ich Beweise dafür. Und ich habe natürlich auch Kontakt mit anderen Geistwesen. Bei Engeln, muss ich ehrlich sagen, bin ich immer etwas vorsichtig. Gerade wenn es heißt, ich channele Erzengel. Wir müssen mal das ein bisschen definieren oder ein bisschen mehr in die Thematik reingehen. Engel sind Lichtwesen oder Wesen, die noch nie inkarniert sind. Richtig, das ja. sind Wesen, die in der geistigen Welt verbleiben. Wir Menschen, die als Menschen inkarnieren, haben eine ganz andere Auffassung von der Erde als die Engel, die noch nie da waren. Engel sind hohe Wesen, die den gesamten Überblick sehen. Das heißt, die schauen ganz anders auf eine Situation. Ein Engel würde vielleicht, also die sind liebevoll und sie sind auch nicht so mit diesen Flügeln. Das ist so unsere Vorstellung wieder. Symbolik. Das ist auch eine schöne Vorstellung, Symbolik. Ich denke einfach, das hat diese himmlischen Gefilde ausgedrückt auch, ne? Wie aus Angelus der Engel dann irgendwann geworden ist, um dem Kind einen Namen zu geben, weil man sich besser wusste zu dieser Zeit. Diese Engel sind reine Lichtwesen und die sind nicht immer in einer Gestalt. Die sind manchmal einfach nur als helle Lichtphänomene. Und die schauen ganz anders auf irdische Situationen und würden vielleicht sagen, ja du liebe Seele, jetzt guck doch mal, was du da kannst. Jetzt stell dich doch mal nicht so an hier. Das ist ganz wichtig jetzt. Du musst es empfehlen hier. Schau doch mal, was dir das bringt. Und als Mensch sagst du nur, um Gottes Willen, nein, das habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, ja. Es ist immer schwierig, vor allen Dingen ist die Schwingung, wir sind ja zwar alle Frequenzwesen, aber wir haben uns hier der Erde angepasst, vielleicht kennst du die Schumann-Frequenzen, ja. Ja, eine davon ist ja 7,5 Hertz, ich glaube 7,5 Hertz. Ja, sowas, ja. Und wir schwingen ja mit unserem irdischen Körper darin, deswegen haben ja Astronauten so Schwierigkeiten, wenn sie längere Zeit von diesem Schwingungsfeld weg sind. Das wirkt sich ja auf die Physis auch aus. Aber Engel schwingen noch viel, viel höher als Verstorbene das tun. Die haben ein ganz anderes Schwingungsfeld, so dass es schwierig ist, auch Engel zu channeln. Ich habe zwar auch schon Kontakt damit gehabt, mit Engeln, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich finde zum Beispiel Geistführer, jeder von uns hat einen Geistführer, den wir uns ausgewählt haben, um die Inkarnation zu gehen, den besseren Ratgeber, weil Geistführer haben Leben auf der Erde gehabt. Die sind Profis im Bezug des Menschseins. In allen Variationen, die du dir vorstellen kannst. Also wir leben ja viel öfters, oder wir haben ja viel öfters inkarniert als ein- oder zweimal. Das sind millionenfache Inkarnationen, die da sind, ja. Und ein Geistführer weiß genau um die menschlichen Abgründe, um die Verzweiflung, um das Zedern, das Freuen, um alles, ja. Es gibt so einen schönen Film, ich weiß, das wird jetzt vielleicht viele schockieren, aber ich bin ein absoluter Filmefan und ich liebe Konstantin. Es ist ein absoluter Hollywood-Film, also es hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun, weil da gibt es ja auch Dämonen und da bin ich überhaupt nicht konform damit. Aber es ist halt so ein Blockbuster. Und da gibt es so eine schöne Szene, da kommt Erzengel, Gabriel ist es, glaube ich, auf die Erde und wird Mensch. Und er kommt als Mensch auf die Erde und Keanu Reeves damals, also Konstantin, haut ihm so einen an die Backe und er sagt nur, willkommen Gabriel, das ist Schmerz. Und ich glaube, das ist so lustig, ja, weil der Engel ja gar nicht weiß, was ist Schmerz, wie fühlt sich das an und er haut ihm so einen in die Backe und sagt, willkommen Gabriel auf der Erde, das ist Schmerz, das nennt man Schmerz. Das ist Schmerz, weil die Engel diese Erfahrung einer irdischen Inkarnation und die damit einhergehenden Problematiken und Schwierigkeiten nicht kennen. Dennoch sind sie sehr weise Ratgeber. Nur um das richtig zu verstehen, muss man sehr weit im Bewusstsein sein und mir ist bei vielen, die Engel channeln, das zu menschlich.
Das ist zu menschlich, in meinen Augen. Ja, das macht für mich keinen Sinn, weil die auf einer ganz anderen Art und Weise auf dieses, wie gesagt, wo der Engel sagt, du hör mal, du hast aber hier doch die Möglichkeit, jetzt guck doch mal, was du da lernst, jetzt stell dich doch mal nicht so an, du siehst doch das Endergebnis und denkst nur als Mensch, nee, nein, das geht nicht, das möchte ich nicht, das ist mir zu anstrengend. Ja? Ja, kann ich nachvollziehen. Und ich habe auch Kontakt. Ja, es gibt ja auch, dann, wenn man, also, wo ich dann immer so mit mir hadere, ist, wenn so, ich so Erlebnisse von NTEs lese oder auch die vielen Videos, die es darüber gibt, ja, dann wird dann gesagt, ja, ich habe mit Gott gesprochen, ich habe mit Jesus gesprochen. Aus meiner Erfahrung her, weil ich arbeite ja auch schon 25 Jahre bei den psychowissenschaftlichen Grenzgebieten mit, weiß ich, also zu hundertprozentiger Sicherheit kann ich natürlich nicht sagen, aber es ist ein Kontakt zu Gott und Jesus gar nicht möglich ist, weil, wie die eben sagten, die haben so eine hohe Frequenz, die sind so lichtintensiv und Gott ist ja sowieso reiner Geist, also, und ich denke mir immer, dass wenn diese Menschen diese NTE erlebt haben, dass die, ja, die sind mit Wesen zusammengekommen, die aussahen wie Jesus. Denn so ein hohes Lichtwesen kann sich ja auch so darstellen, damit dass derjenige, der gerade in diesem Sterbeprozess ist, vielleicht die Annahme hat, ja, das ist Jesus, und gibt ihm dann seine Mitteilung. Siehst du das auch so oder bist du der Auffassung, nee, also man kann tatsächlich Jesus kontaktieren? Also was ich schon oft gehört habe in verstorbenen Kontakte, ist, dass sie Jesus auf eine Art und Weise begegnet sind oder Gott begegnet sind. Auf vielfältige Art und Weise der Verstorbene. Ja? Also das heißt, auf der anderen Seite kann es schon so einen Gottkontakt oder Jesuskontakt geben. Wobei viele auch davon gesprochen haben, dass, und das hat jetzt nichts mit Ehrfurcht zu tun, weil ich bin auch kein Anhänger der katholischen Kirche, also ich bin jetzt römisch-katholisch erzogen worden, aber ich bin aus der Kirche herausgetreten, weil das für mich nichts mit Glauben zu tun hat. Dennoch glaube ich persönlich an Gott, und Jesus ist mir persönlich sehr nah, nicht weil ich jetzt mit dem auch gut Freund bin und das mein Buddy ist, sondern weil er mir sehr sympathisch ist, weil er ein Stück Menschlichkeit hatte, weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein, eine Liebe gegeben hat, die unvergleichlich ist, und es mir sehr viel Freude macht, zu sehen, wie er auch mit Menschen interagiert hat, ja. Und ich habe bei vielen auch gehört von in den Kontakten, dass sie gesagt haben, dieses Licht oder dieses Gefühl der Liebe war so unglaublich, dass sie sich nicht getraut haben zu schauen. So ehrfürchtig, aber nicht in einem ehrfürchtigen Glauben, du bist jetzt weniger wert als ich und ich bin jetzt viel höher als du, sondern weil sie so ergriffen waren von dieser reinen, bedingungslosen Liebe, dass sie sich nicht wert gefühlt haben, den Blick zu erheben. Ja? Mhm. Und Jesus oder diese Entität gesagt hat, ich bin gleich mit dir, schau mich an, Kind. Ich bin da, weil ich bin der Meinung, Gott liebt alle seine Kinder. Alle seine Kinder. Es gibt nichts Schlechtes, keine schlechten Seelen. Gott liebt alle seine Kinder. Ja? Und Jesus ist ein, für mich, ich sage immer, die Menschen, die ein gebrochenes Herz haben, die zieht zu Jesus, weil er einfach ein Heiler ist. Ja? Und man kann jetzt glauben dran oder nicht, ob der mal vor 2000 Jahren auf der Erde gewandelt ist. Für mich ist das eine wunderschöne Vorstellung einfach, dass es so viel Liebe gab, die dieses Göttliche näher gebracht hat. Und da sage ich ja auch immer, es ist so schade, dass unser Berufsstand als Medium immer so ein bisschen in diese dubiose Ecke hineingeschoben wird, wenn wir sagen, es gibt ein Leben danach, wir sind zusammen. Aber auf der anderen Seite etwas staatlich subventioniert wird und da steht ein Pfarrer, der sagt nichts anderes und der wird halt geheiligt. Ja? Der kriegt dann gesagt, ja, natürlich glaube ich daran. Du erzählst, da gab es einen Mann, der ist übers Wasser gelaufen und dann ist er ins Geist gereicht gegangen und sitzt zur Rechten Gottes und das ewige Leben. Und ich sage nichts anderes, während man zu uns in unserem Berufsstand sagt, ach, das sind ja Scharlatane und die ziehen den Leuten das Geld aus der Tasche, werden die anderen subventioniert, die eigentlich nichts anderes sagen und gar keine Beweise bringen können. Wir als Medien, als beweisführende Medien, können ja Beweise bringen aus dem Leben der Vorausgegangenen.
oder aus dem Leben von den Menschen jetzt, weil die Vorausgegangenen uns wahrnehmen oder auch zukunftsbetreffende Dinge, ja. Also das ist, finde ich, immer so ein bisschen so eine Doppelmoral, ja. Das ist aber auch, glaube ich, wieder dieses Bewusstsein, dieses nicht greifen können oder noch nicht so weit sein, das Bewusstsein zuzulassen. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Und ja, mit der Kirche ist sowieso immer so ein, ja, ich bin auch noch in der katholischen Kirche drin. Also ich bin da bis jetzt noch nicht rausgegangen, werde es wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht mehr tun. Darf jeder machen, wie er möchte. Nicht, dass ich mich da wohlfühle oder mich mit dem verbinde. Überhaupt nicht. Ich bin ja ganz konträr zu. Also mal ganz ehrlich, also die erzählen manchmal so einen Unfug und ohne großes Wissen, da hast du ja viel mehr Wissen, praktisches Wissen, was du anbieten kannst. Die wälzen noch die Bibel von vor 2000 Jahren und wir wissen ja alle, die Bibel ist ein Stück weg natürlich wahr, aber auch viel Fantasie. Okay, kommen wir einfach noch mal zum Sterben. Wie beeinflusst der körperliche Zustand beim Übergang ins Jenseits die Seele, wenn zuvor psychische oder physische Schäden vorlagen? Mhm. Zum Beispiel eine Drogen genommen hat. Ne? Mhm. Sehr interessante Frage. Wir gehen immer, also die Seele bleibt immer unbeschadet. Leider hat die Wissenschaft immer noch nicht kapiert, dass nicht die Seele Schaden nimmt, sondern der Emotionalkörper nimmt Schaden. Wir bestehen ja aus mehreren Körpern. Wir haben den physischen Körper, also den festen, mhm, den wir jetzt hier sehen. Wir haben einen Emotionalkörper, einen Mentalkörper, einen ätherischen Körper etc. Und die Seele bleibt immer unbeschadet. Es ist der Mentalkörper, der natürlich sehr eng mit deinem Körper verbunden ist, der Schaden nimmt. Das heißt, psychische Erkrankungen, Demenz, Depressionen oder sonstiges, die bleiben in deinem Emotionalkörper und bleiben natürlich auch nachher zurück im Irdischen. Den legst du ab. Die Seele bleibt unbeschadet, so dass wenn jemand eine psychische Erkrankung hat oder eine, sag ich mal, endogene Erkrankung. Es gibt ja endogene Erkrankungen im Gehirn und exogene Erkrankungen. Ja. Alles, was mit der Körperlichkeit zu tun hat, mit Organen zu tun hat, bleibt. Nur wir haben halt dieses Bildnis geprägt, die Seele nimmt Schaden. Ne? Seele ist Psychotherapie, aber eigentlich ist es der Emotionalkörper. Der ist aber genauso wichtig, weil er ja ganz eng mit uns verbunden ist. Und in dem speichern wir Traumata, schwierige Situationen, sonstiges ab. Und er ist halt ganz eng mit uns verbunden. Die Seele bleibt unbeschadet. Das kann ich erstens einmal sagen, weil mein Vater leider Gottes auch den Weg des Suizids gewählt hat, als ich 29 Jahre alt war. Mein Vater war gerade 50. Und ich habe natürlich auch Gespräche mit meinem Vater. Er ist mit einer, der mir dabei hilft, die Kontakte neben meinem Geistführer mit aufzubauen. Also mein Papa war auch so ein bisschen der Türöffner zu dieser Arbeit ein Stück weit, als er gegangen ist, ja. Und der hilft mir und er ist vollkommen in Ordnung. Da ist keine Depression mehr. Da ist keine seelische Grausamkeit mehr, die in ihm ist. Ja? Genauso auch bei physischen Schäden. Also jemand, der, sag ich mal, einen Bein verloren hat, ist in der geistigen Welt nicht mehr so. Jemand, der Krebs hatte, ist in der geistigen Welt nicht mehr so. Alles verbleibt hier. In der 3D-Welt, auf der Erde. Mhm. Und unsere Seele, unser ätherischer Körper, der geht zurück in die Heimat ins Licht. Wir alle sind Licht. Wir alle kommen aus dem Licht und wir alle kehren zurück in das Licht. Und keiner geht verloren. Keiner geht verloren. Nee, das ist beruhigend zu erfahren. Ja, also ich denke mir auch, ich meine, dass ich da auch nicht ganz falsch liege. Wenn man körperliche Schäden hat, wie amputierte Gliedmaßen, Blindheit oder gibt's ja eine Menge, ist ja auch richtig, dass nach dem Tod eigentlich das alles Geschichte ist. Also die Seele wieder seine zwei Beine hat und wieder sehen kann. Ich finde das schon eine beruhigende Mitteilung aus dem geistigen Reich, weil es sind ja viele Leute, die durch Krankheiten, wie wir sie gerade genannt haben,
dadurch gehandicapt sind im Leben und auch in Trauer und Depressionen vielleicht verfallen. Und da reden wir über die Auferstehung. Die Kirche spricht von einer Auferstehung am jüngsten Tag. Ja, da muss ich auch immer drüber lachen. Inwiefern behindert denn diese Interpretation den geistigen Fortschritt der Menschen überhaupt auf Erden, die das ja glauben? Gibt ja viele Kirchengläubige. So ist es. Ich denke, jede Seele wählt sich bewusst die Inkarnation, die er braucht, um weiterzukommen. Ich habe auch mal ein ganz tolles Video bei YouTube gemacht. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal auch, wie du auch. Was ist spirituelle Arroganz? Ja. Und ich finde spirituelle Arroganz, meine Brille ist gerade runtergefallen, Entschuldigung bitte. Spirituelle Arroganz ist das, wenn ich mich über jemanden stelle und sage, ich bin weiter als der. Die geistige Welt hat mir das mal so erklärt, dass jede Seele ihren Bewusstseinszustand hat. Was aber nicht heißt, wenn wir hier auf der Erde einem Menschen begegnen, der in unserem Glauben bewusstseinsmäßig noch gar nicht so da ist, dass der nicht schon viel weiter sein kann als wir. Denn es gibt keine alten und keine jungen Seelen. Jetzt sprenge ich vielleicht hier den Rahmen und andere denken, ach, das haben sie jetzt schon tausendmal gehört. Es gibt nur erfahrenere und unerfahrenere Seelen. Wobei es auch nicht die Rolle spielt, wie viele Inkarnationen das hat. Es kann sein, du hattest. Es kann sein, dass du 100 Inkarnationen hattest und nicht so erfahren, also viel erfahrener bist als jemand, der 1000 Inkarnationen hat, weil du dir andere Wege gewählt hast. Das ist sehr komplex. Es wird immer alles so schnell in Schubladen gesteckt. Das ist dieses Menschliche. Ja, ich habe ja jetzt hier, ich bin jetzt ein Jenseitsmedium und ich habe ja so viel Kontakt, ich bin ja viel weiter wie du. Nein, lieber Hermann. Vielleicht machst du gerade Urlaub, du hast vielleicht schon 5 ganz tolle, schwierige Inkarnationen hinter dir, hast unglaublich viel gelernt und sagst, jetzt brauche ich mal Urlaub. Ich muss mich jetzt mal hier erholen. Ja? Und kommst auf die Erde und sagst, nee, dieses Mal will ich einfach mal ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Freude haben. Gelernt habe ich jetzt die letzten 5 Inkarnationen genug. Ich mache mir jetzt mal hier eine schöne Zeit. Ja? Weil wir glauben ja auch immer, es geht nur vorwärts. Wir können aber, wenn wir inkarnieren, in alle Zeiten springen. In der geistigen Welt herrscht keine Zeit und kein Raum. Es ist nicht so, dass wir immer nur in die Zukunft springen, sondern wir können in die Inkarnation springen, auf den Planet springen, auf das Gebiet springen, was wir brauchen, um gerade weiter voranzukommen. Ah, das hat die Seele noch nicht so ganz verstanden. Okay, da muss ich wieder zu dem Punkt, muss ich hierhin inkarnieren. Ah, da habe ich schon viel verstanden. Ah, da gehe ich zu diesem Punkt. Eigentlich lernst du nie aus. Ich würde nie sagen, dadurch, dass ich jetzt dieses Wissen habe, ich weiß alles, dass nämlich also das wäre fatal. Das wäre überheblich, weil ein kleines Erdenleben reicht da nicht aus. Ich kann zwar auf vieles zugreifen, ich gebe auch gerne mein Wissen weiter, aber ich sage auch ganz genauso, hey, ich weiß auch nicht alles. Ja? Ich muss dann auch mal die geistige Welt fragen, ne? Oder gucken, was die sagen. Geht das mit mir in Resonanz? Ja? Weil das gebe ich deinen Zuschauern gerne an die Hand. Sie sollen immer mit den Dingen zusammen harmonieren, mit dem sie in Resonanz gehen. Und das merkt man sehr schnell, weil das ist ja das, was uns die geistige Welt mitgegeben hat. Dieses wunderbare Navigationssystem Bauch, das sofort sagt, damit kann ich nicht. Hier, der Kopf, der quatscht oft dazwischen. Aber das ist nicht immer der beste Ratgeber. Ich sage immer, wenn das im Gleichgewicht ist, wir brauchen das Ego. Wir müssen hier ein Stück weit Ego haben, sonst tanzt uns jeder auf der Nase rum. Aber wenn Herz und Ego im Gleichstand sind, dann haben wir eine gute Basis, ja? Wobei ich immer sage, das Herzchen sollte ein bisschen höher sein, so dass man immer mit dem Herzen sieht, weil nämlich nur mit dem Herzen kann man gut schauen. Ja, das ist richtig. Gibt es auch, glaube ich, einen Spruch von, ich weiß, jetzt kommt es nicht mehr auf den Namen des Dichters. Ist auch egal. Der kleine Prinz meinst du Ja, bestimmt. Man genau, der sieht nur mit kleine. dem Herzen gut, die wesentlichen Dinge für die Augen bleiben unverkennbar, ne? Sind So nicht ist zu es, sehen, so ne? ist es, Ja, so ist ja. es. Ja, genau. Ich glaube, den Spruch, den war auch bei meinen Eltern sogar in den toten Briefchen oder was denn die Leute alle so kriegen. Wenn ja, also ist ja schon so Schön. lange her, habe ich ehrlich gesagt wieder vergessen. So, und da jetzt, wenn wir vom Sterben reden, wie läuft denn so ein Prozess der Entkörperung ab? Welche Stadien durchlebt die Seele? Wie sollte man sich so einen Übergang vorstellen, wenn man den dann irgendwie praktisch überhaupt mit Worten beschreiben kann? Jede Seele, das ist mein Wissen, was ich aus der geistigen Welt habe, weiß, wann sie geht. Jede Seele weiß, wann sie kommt,
Jede Seele weiß, wann sie geht. Wie ich vorhin schon sagte, mit der schönen Reise, wir planen Bild. Die Ankunft und die Abfahrt. Ja? In diese Zeit packen wir halt unsere Dinge. Die Seelen lösen sich meist schon 3, 4 Tage vorher vom Körper. So wie die Seele, bevor sie geboren wird, nicht gleich, also diese Seele ist nicht gleich in den Zeugungsvorgang, sondern die geistige Welt hat mir mitgeteilt, mit dem ersten Herzschlag wird die Verbindung von Körper und Seele zustande kommen. Vorher geht die Seele immer mal schauen, wie ist es denn da, passt das alles noch? Kann ich da gut inkarnieren? Ist da alles noch, wie es ist? Guckt sich die Mama an, guckt sich das Umfeld an, geht die da weg? Und zum Beispiel Aura-Leser, das kann ich jetzt nicht, ich kann keine Aura lesen, ja? Ich habe ja schon viele tolle andere Talente, konnte ja nicht alles kriegen, ja? Und ich kann keine Aura lesen. Ich kriege zwar bei Geistführerporträts Auren mitgeteilt, aber die sehe ich nicht. Ein guter Aura-Leser kann zum Beispiel sehen, wenn eine Dame schwanger wird oder schwanger ist, weil dann oftmals die Seele als Energieball schon zu sehen ist, ja? Und so ist es auch zum Schluss. Wir trennen uns schon von unserem Körper. Und man kann oftmals das sogar feststellen, im Nachhinein manchmal erst. Ich kann da auch wieder auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen, wo, wenn ich das mitteile, dann ein Klient sagt, es sind ja jetzt, wo du das sagst, ja, mein Mann hat eine Woche vorher noch alle Papiere, du, der hat sich nie um die Papiere gekümmert. Nie, der hat kniehoch in den Papieren gestanden. Und auf einmal sagt er, ich muss das alles ordnen, ich muss das alles ordnen. Und sie sagt noch, warum muss man das alles ordnen, Schatz? Ich muss das ordnen, ich weiß nicht warum. Ich muss das jetzt alles in Ordnung bringen. Und eine Woche später ist er verstorben. Oder ich habe das gehört, auf einmal, der hat 30 Jahre keinen Kontakt mit seinem Cousin gehabt. Und irgendwann sagt er zu seiner Frau, du, ich rufe jetzt mal den Kater. Er hat vor 30 Jahren gar keinen Kontakt gehabt. Ich muss den jetzt anrufen. Und spricht sich mit ihm noch aus und verstirbt dann. Also manchmal kommt das auch aus der Bewusstseinsebene des Menschen schon vorher heraus, ja? Weil die Seele weiß ja ihren Übergang. Wenn es aber so ist, zum Beispiel in einem Krankheitsprozess, ist das manchmal ein langsames Ablösen. Es kommt doch immer darauf an, wie jemand selbst über die Thematik Tod denkt, wie jemand über das geistige Reich denkt. Hat jemand den Glauben, es geht nach dem Tode, nach dem physischen Tode weiter? Da warten liebe Menschen auf mich, ich komme nach Hause. Dem fällt das Loslassen, der Ablösungsprozess, natürlich viel leichter, wie jemand, der so fest am Leben hält und sagt, da ist nichts und ich sterbe, ist es dunkel. Der wird es ein bisschen schwieriger haben, wobei die geistige Welt uns alle unterstützt. Sobald die Phase eingeleitet ist, werden die meisten ihre Verstorbenen sehen. Und dann weiß der Mensch sowieso, was ist. Auch körpereigene Prozesse helfen uns. Unsere Körperchemie hilft uns auch beim Übergang einfach. Also das ist schon ein gut ausgeklügeltes System, das uns hilft, den Übergang zu erleichtern. Und wir sterben ja nicht das erste Mal. Auch das weiß unsere Seele. Das ist wohl folglich richtig. Man sagt ja immer so, man hat sich Geburtsdatum und Sterbedatum ja selber ausgewählt oder mit seinen ja, geistigen Führern, Lehrern, Helfern, Beratern im geistigen Reich auch so vereinbart. Ist ja aber auch richtig, dass das wohl nicht immer so zutrifft, weil durch meinen freien Willen kann ich ja stark rauchen, viel Alkohol trinken, in der Stadt 140 fahren. Ja, also passieren ja viele Dinge, wo der Tod dann eintritt, obwohl er eigentlich noch gar nicht geplant war. Im Kriegszustand zum Beispiel. Du hast mal einen Beruf und kommst an die Front und weiß ich, bist weg. Hat da der Zeitablaufplan ist ja da durcheinander. Geschieht das nur durch unseren freien Willen oder gibt es da auch irgendwo ja, eine Regelung, dass gesagt wird, wir ziehen den Tod vor oder wir verlängern ihn, das Leben vor, also den Tod. Oder wir verlängern es. Gibt es da irgendwas oder ist das dann, wie sagt man, dieses hässliche Wort Zufall? Es gibt ja keinen Zufall. Alles, was man bekommt, fällt einem zu. Ja? Das ist ja mal meine Devise. Natürlich spielt dein freier Wille eine Rolle. Gerade jetzt habe ich ja angesprochen mit dem Suizid meines Vaters. Selbstmord ist nie ein Ausweg eigentlich, ne? Weil du wirst diese Aufgaben nochmal anderswo machen, aber wir stecken halt nicht in Menschen und manchmal sind Dinge so schlimm, dass wir sie einfach nicht mehr aushalten, auch wenn wir vielleicht eine Psychotherapie gemacht haben, auch wenn wir alle Wege genutzt haben.
Es gibt tiefe Abgründe im Menschlichen, die einen dazu veranlassen, ja. Und man sollte auch das nie verurteilen, aber es ist nie der Ausweg. Wobei auch ein Suizid im Seelenplan stehen kann, auch das habe ich erlebt, ja, weil es auch eine Erfahrung ist. Und für mich gibt es, wenn der Zeitpunkt des Todes da ist, dann stirbst du. Wenn du jetzt also stirbst an Alkohol, hast du dir das so vorgenommen. Wenn du stirbst an einem Also. Autounfall, hast du dir das so vorgenommen. Ja, natürlich kannst du zwischenzeitlich viel rauchen, aber wenn es nicht dir zufällt, wenn das nicht das ist, was du dir wählst, dann wird es das nicht sein. Wobei wir nicht hingehen und sagen, so, wir sterben jetzt an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Also, das machen wir nicht. Sondern wir gehen als Seele hin und sagen, okay, wir möchten die Erfahrung machen, eine Krankheit zu bekommen, die todbringend ist, ja, die unser Leben beenden wird, ja. Und dann ist es vielleicht wirklich so, dass du in einer Region geboren wirst, wo viel Strahlung ist, ja. Du weißt es aber eigentlich gar nicht, noch nicht so in dem Sinn. Also, das ist alles sehr komplex, weil nicht immer so ganz genau dann gesagt wird, ja, du stirbst am Bauchspeicheldrüsenkrebs, sondern du möchtest eine schlimme Krankheit, weil sie dir die Möglichkeit gibt, enger mit der Familie zusammenzukommen, weil man bedingungslose Liebe lernen will, weil es ist ja nicht, unsere Lernaufgaben sind ja nicht ein dickes Haus, ein großes Auto, das schnelle Boot, sondern was ist Vergebung? Was ist Dankbarkeit? Was ist bedingungslose Liebe? Und oftmals sind gerade so diese schwierigen Dinge, die schwere Krankheiten im Nachhinein betrachtet, Momente oder Situationen, die die Familien, die vielleicht ganz auseinandergebrochen waren, wieder zusammenzuführen. Und diese bedingungslose Liebe zu spüren. Du wählst einen gewissen Rahmen. Aber wie ich vorhin schon sagte, das Leben entfaltet sich auch ein Stück weit, ja? Du kannst mit deinem Körper umgehen, wie du willst. Aber guck mal, es gibt Raucher, die rauchen wie ein Schlot. Drei Päckchen Zigaretten und werden 90. Helmut Und dann gibt Schmidt. es welche, ja, die rauchen und sterben an Lungenkrebs. Da gibt es ja, Ja? natürlich gibt es das. So, also du wählst dir schon das aus, was du, wann du gehen möchtest, ja? Und spielt dann auch manchmal auch keine Rolle, wie du mit deinem Körper umgehst, weil du hast gesagt, dann gehe ich. Also kannst du auch Kette rauchen, bis du 90 bist, weil du sagst, dann gehe ich, weil ich vom Blumenkübel erschlagen werde oder irgendetwas oder irgendwas fällt mir auf den Kopf oder Ja, irgendwas in ja. der Richtung, ja? Und ein anderer, der sich aber, der sagt, ich passe gut auf meinen Körper auf, alles ist in Ordnung, stirbt mit 60 an Lungenkrebs, hat nie geraucht. Ja, Ja, es, alles kommt alles vor. du stirbst, wenn du so weit bist. Also das heißt, der Punkt, den du dir ausgewählt hast, da stirbst du. Wenn dein Lichtchen aus ist, die Kerze ausgepustet ist, ist es aus. Dann gibt es da auch nichts mehr, was du irgendwie tun könntest. Wenn du jetzt in die andere, auf die geistige Ebene kommst, wirst du immer gefragt, ob du dort bleiben willst oder ob du zurück möchtest. Also selbst wenn du dir den Punkt gewählt hast und sagst, das ist der Punkt, an dem ich gehe. Wirst du trotzdem noch gefragt, auch ein Stück weit, möchtest du noch mal zurück? Und das sind dann die, die wieder zurückkehren, die Nach reanimiert welcher werden. Zeit? Nach welcher Zeit Also, sind ja? wenn du jetzt zum Beispiel, du hast einen Unfall, ja, du hast ja irgendwann, da hast du dich entschlossen, okay, ich sterbe bei einem Unfall, wie auch immer, Autounfall, Flugzeugabsturz, Schiffsunglück, keine Ahnung, etc. pp. Und du kommst auf die andere Seite. Und du siehst im geistigen Reich, okay, das Leben ist jetzt zu Ende. Bekommst du aber die Chance zu sagen, hey, ich will nochmal zurück, ich habe noch das und das nicht gemacht oder da möchte ich noch nachfassen, ja? Wenn du aber sagst, ich habe alles gelernt, ich habe alles abgeschlossen, alles ist in Ordnung, dann verbleibst du in der geistigen Welt. Und das sind die, die halt wieder reanimiert werden oder die wieder zurückkommen. Ja? Sie werden gefragt, möchtest du bleiben oder möchtest du wieder zurück? Das ist unser Ja. freier Wille. Die, die nicht mehr zurückkommen, haben gesagt, nee, ich bleibe zu Hause. Bleibe zu Hause. Die bleiben zu Hause. Die, die nochmal zurückkommen, sagen, hey, ich habe da noch irgendwas zu erledigen. Da muss noch was gemacht werden. Ich habe gesehen, mir ist gezeigt worden, das ist noch wichtig. Weil oftmals ist es in diesen Nahtoderfahrungen, wir sprechen ja gerade eigentlich über eine Nahtoderfahrung, dass die Menschen noch gezeigt kriegen, was wichtig ist, welche Punkte da sind. Ja? Auch wenn sie vielleicht durch ein Gewaltverbrechen gestorben sind, weil der eigene Vater sie gerade missbraucht und zu Tode wirkt und sie zurückkommen und eigentlich gar nicht mehr diesen Körper wollen, aber gezeigt bekommen von ihren geistigen Führern, von den Engeln oder auch von den übergeordneten Seelenwesen, hey du bist so wichtig für die Erde, du wirst das und das noch erleben, du bist ganz wichtig, dass du das sagst, du bist ganz wichtig, dass du das erzählst. Möchtest du nochmal zurückgehen, dann gehen die auch nochmal zurück und sind dann wieder hier und kommen wieder zurück.
Jeder, der nicht mehr zurückgekommen ist, sagt ganz Wollte klar, nicht ne, mehr. ich bleibe zu Hause. Danke, war Okay. eine schöne Ja. Reise. Ich mache es vielleicht an einer anderen Stelle nochmal. Ja, es gibt ja natürlich, wie du sagst, auch jetzt Menschen, die halt, wie wir eben schon mal drüber gesprochen haben, ja, die vielleicht durch Krankheiten und andere schöne Sachen, wie man dann so sagt, wir sterben. Gibt es im Jenseits eigentlich Orte oder Räume, jetzt mal von rein materialistischen gesprochen, gibt es natürlich so nicht, aber nur mit der Vorstellung, die spezifische Funktionen erfüllen, wie zum Beispiel Erholung oder Reflexion, wo man sich zurückziehen kann? Da habe ich jetzt gerade vor kurzem auch ein ganz tolles Video gemacht, weil es diesen Film Astral City gibt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, aber hallo. Astral City. Ja. Klar. Ich bin nicht mit allem konform, weil dieses Krankenhaus würde ja heißen, dass Gebrechen mitgenommen werden. Ja, und Ja. das tun wir ja nicht. Wir legen Nee. ja die Körperlichkeit ab, also sind die Gebrechen ja auch weg. Was aber ist, und das hat mir mein Vater berichtet, weil ich ihn gefragt habe, gerade weil er ja dieses heilige Leben beendet hat, weil er depressiv war, weil er Probleme gehabt hat auch, was da passiert. Und es gibt dort eine sogenannte Reinigung schon, wo deine Seele nochmal diesem göttlichen Licht angeglichen wird. Wo, sag ich mal, wenn du jetzt gerade zurückkommst, bist du noch in so einer bisschen niedere, das hört sich jetzt nicht, das soll nicht herablassend sein, wenn ich sage niedere Schwingung. Du schwingst in der geistigen Welt ganz anders. Wenn ich kommuniziere mit der geistigen Welt, muss ich mich ein Stück erheben in meiner Schwingung und die Vorausgegangenen lassen sich ein Stück herab, was auch nicht egoistisch oder arrogant gemeint ist, sondern sie helfen mir nur, indem sie mit ihrer Energie etwas runtergehen, weil meine Physis würde dieses Energielevel gar nicht so auf Dauer aushalten. Diese hohen Frequenzen, ja? Ich kann mich zeitweise anpassen, wie ein Chatpilot. Ist zwar jetzt eine andere Kraft, aber ein Chatpilot kann bis zu 4, 5G aushalten, wird nach 6G ohnmächtig. Wir halten gerade vielleicht mal 1,5G aus und auf der Achterbahn kippt es uns weg. Ja? So ist es halt auch für mich. Ich muss ein Stück weit kann ich das aushalten, weil sie sich ein bisschen herunterlassen. Und diese niederen Schwingungen, wenn wir zurückkehren, sind noch so ein Stückchen da. Und dann kriegen wir praktisch so ein bisschen wie einen Prozess des Reinigens, des Wiederanpassens. Das wieder mit diesem Klima in der geistigen Welt zurechtzukommen, bekommen wir halt diese Lichtkörperreinigung. Ja, mein Vater hat es so beschrieben, er ist auf ein Lichtbett gelegt worden, praktisch. Das in allen Farben war und sein, wie soll man das sagen, alles so rausgezogen hat, was nicht mehr so passend war und die Lichtfrequenzen wieder angepasst hat. Also könnte man schon sagen, so ein Stück weit, der Lichtkörper wird wieder in Resonanz gebracht. Ja, Ja. vom Irdischen. Ja, aber Gebrechen, alles bleibt zurück. Deswegen mag ich dieses Bild des Krankenhauses nicht, weil diese Körperlichkeiten bleiben ja alle hier. Jetzt sprachst du über die Reflexion, sprich die Lebensrückschau, ja. Die gibt es auch. Aber es ist leider nicht nur, dass wir uns dann hinsetzen mit einer Popcorn-Tüte und eine Stunde einen Film sehen, ja, sondern es ist ein mehr, ja, es ist ein mehrteiliger Prozess. Ich weiß nicht, ich bin ein Star Trek-Fan. Sagt dir Star Trek was? Ja, natürlich, obwohl ich nicht Okay. viel gesehen habe davon. Ja, und da gibt es die Holodecks. Die Holodecks erschaffen eine Wirklichkeit, in der du alles nachstellen kannst, punktgenau, so wie Vorgänge waren. Oder man vergleicht es vielleicht eher mit einem, ist vielleicht ein bisschen zu futuristisch, mit einem Theaterstück. Ja, du hast eine Szene, die wird genauso dargestellt, wie du sie auf Erden hattest. Angenommen, du hast jetzt jemanden sehr stark verletzt mit Worten. Du hast was ja, sag ich mal, sehr böse zu jemandem. Hast jemanden sehr wehgetan auf der Herzebene. Hast einen niedergemacht. Hast böse Worte gesagt. Hast einen fertig gemacht. Ja, dann kriegst du diese Situation noch mal gezeigt. Und da du im Bewusstsein der reinen, universalen, bedingungslosen Liebe bist, siehst du es auch aus dieser Perspektive heraus, der bedingungslosen Liebe. Und du siehst, was du angetan hast. Und du siehst, was das für Auswirkungen auf den Menschen gehabt hat. Nicht nur, dass du fühlst eins zu eins, was derjenige gefühlt hat in Krass. diesem Moment. Und du siehst es auch, was hat meine Aktion in seinem Leben bewirkt. Was hat er dadurch, wie hat das Leben geprägt? Wo war ich ein Teil daran,
Schuld, dass dieses Mädchen zum Beispiel, ich war ein Vater, ich war ganz unaktiv, ich war streng, ich war böse, ich habe sie runtergemacht, ich habe sie verletzt, ich habe ihr ganz viel Böses angetan und sie kann keine emotionalen Bindungen mit Männern eingehen. Und all das siehst du aus der Liebe heraus, das ist wie Folter. Stell dir vor, du bist in der bedingungslosen Liebe. Du liebst deinen Sohn, unglaublich. Jetzt stell dir vor, du müsstest deinem Sohn den linken Arm abschneiden. Jetzt mit vollem Bewusstsein. Wie schmerzhaft das für dich wäre. Und so ist es auch für uns als Seelen in der Rückschau. Und das kann über, wenn ich jetzt in irdischen Worten rede, weil ich muss es ja irgendwie begreiflich machen, weil der geistigen Welt existiert ja keine Zeit und kein Raum, kann das ja Jahre bedeuten, bis ich alles aufgearbeitet habe, bis ich alles verstanden habe, weil ich das aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen kann, verschiedene Sachen anschauen kann. Und ich mache das ganz ausführlich, damit ich verstehe, damit ich dieses Wissen mir auch wirklich aneignen kann. Habe ich das richtig verstanden? Und das ist so ein bisschen Läuterung, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen, wenn man es mit der katholischen Kirche vergleicht, ein bisschen das Fegefeuer, weil es gibt keine Hölle. Alles Konstrukt. Nummer Wunderbarer klar. Marketing-Gag der katholischen Kirche. Hier, gib mir Geld und ich verlasse dir deine Sünden. Ja, wer will Sünden haben? Wer Amen. will im geistigen Reich oder in die Hölle? Will ja jeder in den Ja. Himmel. Ja, gib mir einen Ablass. Super Marketing-Gag der Kirche. Super Strategie. Ja, super Strategie. Und da wird ja heute noch Geld damit gemacht. Schau an, wie es gibt, die sagen, ich befreie dich von Dämonen oder Besetzungen oder schicke jemanden ins Licht. Was für eine Blasphemie, wenn wir den lieben Gott haben, der sagt, Entschuldigung, du kommst hier nicht rein. Wie könnten wir als kleiner Mensch dann hingehen und sagen, ich schicke dich ins Licht? Ja, vollkommen richtig. Also das ist irrational. Und weil du ja gerade sagtest, Seelen, die können auch im geistigen Reich dann weiter lernen. Haben Seelen denn im Jenseits Zugang zu Wissen, das ihnen nicht im Leben zugänglich war? Vielleicht, weil sie es nicht verstanden haben. Es gibt ja intelligente Menschen, weniger intelligente Menschen. Und können Sie dieses Wissen im geistigen Reich nutzen, auch für später, wie so eine Bibliothek, die man in sich aufnimmt, und zu sagen, ja, jetzt habe ich hier neue Erfahrungen gemacht, jetzt bin ich ja viel klüger, als ich zu Lebzeiten auf der Erde war. Gibt es da irgendwie sowas, dass man dann Zugang bekommt zu Erfahrungen, zu Wissen, die einen fördern können? Das gesamte Wissen deiner Inkarnation und deiner Seele trägst du sowieso in dir. Unbewusst greifst du darauf zu. Bewusst ist dir der Schleier des Vergessens gegeben worden, damit du dich voll auf diese Inkarnation einlassen kannst. Denn lieber Herr, was würde es dir nützen, wenn du auf einmal das Wissen hättest und wüsstest, wie man Mumien das Gehirn aus der Nase rauszieht, ja, und einbalsamiert? Was würde dir das heute nützen, wenn du sagen würdest, ja, im alten Ägypten haben wir das aber anders gemacht? Ich kann mich da ganz genau noch erinnern, dass es durch die Nase rausgezogen wurde. Das würde dir in der jetzigen Inkarnation nichts bringen, außer du wärst vielleicht Bestatter. Ja, das würde dir vielleicht helfen, ja. Aber dieser Schleier des Vergessens ist nicht umsonst dir gegeben worden, damit du dich ganz genau auf diese Inkarnation verlassen kannst oder eingehen kannst, damit du die uneingenommen durchleben kannst. Das Wissen trägst du in dir. Und du greifst automatisch darauf zu. In der geistigen Welt erschließt es dich noch mal viel mehr, weil du viel weiter bist im Wissen, weil du viel mehr expandiert bist. Im Menschlichen sind wir eingesperrt ein Stück weit. Das ist die Kehrseite der Medaille, ja? Wenn wir als geistige Wesen, die unglaublich groß sind, die unglaubliches Wissen mit sich tragen, eine irdische Inkarnation in Angriff nehmen, dann müssen wir uns ein bisschen klein machen, weil unser Geist muss hier in dieses kleine Ding reinpassen, ja? Unser Bewusstsein, sage ich mal, oder in diese Hülle. Das ist eine Begrenzung. Eine Seele begrenzt sich eigentlich, wenn sie auf Erden kommt. Aber die Erfahrung, die wir hier machen, die ist so mannigfaltig, die ist so mega wichtig, die ist so unglaublich interessant. Das ist diese riesen Kirmes, die wir von oben sehen und denken, boah, geil, die Achterbahn, da will ich fahren, die reißen die Arme hoch, die lachen, die schreien, ja? Das will ich auch. Also muss ich, naja, ich muss mich dann halt einfach klein machen, in diesen kleinen Körper quetschen. Aber wir sind ja immer verbunden mit unserem höheren Selbst, ähnlich wie WLAN. Immer im Connect mit unserem Geistführer, mit unserem höheren Selbst.
mit allen, die in der geistigen Welt sind, ja, sind wir immer verbunden. Wir können schon auf dieses Wissen zugreifen, auch auf das morphogene Feld. Das morphogene Feld sagt ja bestimmt etwas. Wissen dort gespeichert von allem, was ist, ja. Genau. Aber nicht jeder hat so den Zugang, weil er sich nicht so gewählt hat. Der eine sucht noch, der andere will gar nicht suchen, der nächste ruht sich aus. Die jetzt schon weiter sind, sage ich jetzt mal, weiter hört sich auch ein bisschen, ja, die den Erfahrungsschatz ein bisschen mehr haben, ja, weil es heißt nicht, dass ich dadurch automatisch besser bin, sondern ich habe mehr Wissen, ja. Und die sehen die Dinge schon wieder anders, aus einer anderen Perspektive heraus. Die sehen das mit einem wissenden Blick. Und das sind dann die, die sich jetzt zum Beispiel Themen widmen wie geistige Welt. Was gibt es damit? Die in andere Sphären hineingehen, weil sie sich für diese Inkarnation das so gewählt haben. Ja? Wir wissen alle viel. Nur wir greifen nicht alle darauf zu, weil wir nicht das für diese Inkarnation brauchen. Das, was wir brauchen, das ist uns zugänglich. Ja? Und wenn wir uns damit mehr beschäftigen, können wir auch diese Zugänglichkeit noch ausbauen, weil wir sind alle medial. Alle sind wir medial. Wir sind alle an die geistige Welt angeschlossen. Wobei ich sage, nicht jeder kann als Jenseitsmedium arbeiten. Und das ist auch jetzt nicht, ich bin nichts Besonderes. Ich muss auch die Hose runter machen, wenn ich auf die Toilette gehe. Ja? Also ich bin nichts Besonderes. Ich habe zwei linke Hände. Ich kann keinen Nagel gerade in die Wand schlagen. Ja? Jeder hat sein Talent. Jeder hat sein Gebiet. Und jeder ist wichtig. Jeder Einzelne ist wichtig. Jeder Einzelne mit seinen Talenten ist wichtig. Jeder Mensch, der dir begegnet, ist wichtig, weil er in Interaktion mit dir ist. Wir trennen uns zu viel voneinander. Eigentlich wäre es schön, wenn wir diesen Verbund sehen würden. Natürlich schwierig, wenn man mit dem A-Punkt-Punkt-Punkt-Loch um die Ecke irgendwie denkt, da hat man eine Verbindung. Mit dem will ich ja gar nichts zu tun haben. Und dennoch sind wir verbunden. Weil alles eine riesengroße Erfahrung ist und wir die Möglichkeit haben, miteinander, untereinander zu agieren, seelenver Absprachen haben, gegeneinander uns helfen. Auch wenn es vielleicht schwierig ist, das ist so komplex, lieber Hermann, da könnte ich 15 Tage, 20 Tage am Stück referieren, ohne einmal Luft zu holen. Und ich hole ja schon selten Luft. Ja, also ich bin die Gisela Schlüter unter den Medien. Du kennst die noch, die Gisela Schlüter, ohne ja, Punkt und ohne Komma. Ja. Aber das sage ich immer, wenn Sie sagen, ich rede zu schnell, muss ich Ihnen sagen, Sie denken zu langsam. Ja. das war Ihre Art. Das ist das Schöne. Ja, ich stehe da voll mit dir auf einer Linie, kann ich auch nur, ich sag mal jetzt einfach bestätigen, von dem Wissen, das ich jetzt die letzten 30 Jahre sammeln durfte, da ist mir auch viel begegnet, dass es, wie man eben schon sagte, dass eben viele Leute Jenseitskontakte auch ablehnen. Ich denke mir aber, wenn sich ein Mensch mit dem Sterben beschäftigt und Beweise für ein Leben nach dem Tode erhält, verändert das ja seine Lebenseinstellung, ist klar. Und wie kann er denn damit umgehen, wenn Familie und Freunde diesen neuen Lebenswandel ablehnen, kritisch betrachten? Immer in der Authentizität bleiben. Immer in seinem Glauben bleiben. Immer das, was einem aus dem Herzen, was einem mit dem Herzen berührt ist, aus dem Herzen kommt, kann nie schlecht sein. Man muss keinen überzeugen, der nicht überzeugt werden will. Man kann keinen retten, der nicht gerettet werden will. Immer authentisch wir selbst bleiben, nicht verbiegen. Wenn man daran glaubt, dass es so ist, dann sollte das für einen auch wirklich zur Gewissheit werden. Egal, was andere um einen herum sagen. Und ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen, weil wenn du ein kleines Seelendorf bist und sagst, du sprichst mit Toten, sagen die auch, ja, gerade Moment, ich hole gerade hier die Herren mit den weißen Jacken, ja. Aber wenn du bei dir selbst bleibst, in deinem Vertrauen bleibst, in der Anbindung bleibst, dann kann außenrum das Chaos so viel toben, das wird dich nicht mehr umschwingen. Denn wenn du einmal, Hermann, und das ist nicht dein Bereich der Spiritualität so, die Augen geöffnet hast, gibt es kein Zurück mehr. Du machst sie nie wieder zu. Du kannst sie wieder verschließen. Und dann bleib bei dir. Bleib bei dir, bleib in deiner Authentizität, in deiner Ehrlichkeit und wenn vielleicht nur einer sagt, hey, das ist ja ganz interessant, was der Hermann da sagt. Mensch, da muss man drüber nachdenken. Dann ist das schon toll. Ja, das hatte ich ja früher im Berufsleben viel erlebt. Ich hatte ja mal so eine lange eine Phase, da hatte ich einen tierischen Missionierungsgeist.
Ja, Hat jeder. haben mir dann viele gesagt, lass das Sinn, Junge, das hat keinen Zweck. Da waren ja dann viele, die gesagt, ich sag das jetzt mal auf unserem Platt hier, du hässt ja nicht mehr all, du mit der Laverei, was du da immer vertellst, ne? Also was du dir immer so für ein dummes Ja, Zeug ja. erzählst. Ja, da habe ich damals auch schon gemerkt, oh, irgendwie kommt das nicht so gut an mit dem Missionierungsgeist. Hab's dann wirklich auch beiseite gelegt und da hat mir dann wirklich auch ein sehr erfahrener Mensch gesagt, Hermann, mach einfach so, sag, was du sagst. Willst du was wissen? Wenn ja, frag mich. Willst du nichts wissen, ist gut. Dräng dich auch nicht auf. Und das muss ich auch erstmal ein Stück ja, lernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Cynthia, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wir haben ja schon fast eine Stunde gerockt hier. Du hast ja in einem deiner Videos über die Ebenen im Jenseits gesprochen. Glaubst du, dass wir nach dem Tode alle unabhängig von unserer geistigen Entwicklung auf derselben Ebene wiederfinden? So meine ich, hätte ich es verstanden. Oder gibt es vielleicht doch Sphären, die uns nach unserem Entwicklungsstand einordnen? Warum solltest du? Du bist ein großartiges Seelenwesen, das sich die enorme Aufgabe gemacht hat, auf die Erde zu inkarnieren. Warum solltest du dafür bestraft werden, wenn du zurückkommst und weniger sein, als du es vorher warst? Ja, ist natürlich klar, kann man keine Antwort drauf geben. Nee, wäre ungerecht. Das wäre Wäre ungerecht. ungerecht. Wäre auch Ja. Blödsinn. Würde auf energetischer Ebene keinen Sinn machen. Ja, es gibt. Wir stecken da auch wieder zu viel im Schubladendenken von Menschen, Bestrafung, verschiedene Hierarchien. Aber ganz Ja. ehrlich, wir haben manchmal Seelenpläne, die sind so echt heftig und schwierig. Und dann kommst du zurück und musst ins Kellergeschoss und musst dich wieder hocharbeiten zum Penthouse, zu Gott. Macht gar keinen Sinn. Warum solltest du? Du bist ein hell erleuchtetes Seelenwesen. Wir rennen immer der Erleuchtung hinterher. Wir sind erleuchtet. Wir sind hell leuchtende Seelenwesen. Warum sollten wir als weniger zurückkehren, als dass wir gekommen sind, macht energetisch gar keinen Sinn. Engel, Gott, Quellen, höhere Wesen, die schwingen in einem anderen Schwingungsbereich. Ja, das sind nochmal andere Entitäten, aber die stellen sich nicht über dich und sagen, so, jetzt hier, ne, ich bin ja viel besser wie du. Die sind mit ihren Lehren da, die zeigen dir, die sind gleichwürdig, aber in einer Art und Weise, die heilig ist. Da kann man wirklich von heilig sprechen. Die erheben sich nicht über dich. Jesus hat einem Strafgefangenen die Füße gewaschen. Er hat sich nicht erhoben und hat sich hingestellt und hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes, ich wasche dir ja nicht die Füße. Er hat sich ihm sogar unterworfen und hat sich erniedrigt. Ja. Ja, und wir sind in der geistigen Welt alle auf einer Ebene, wobei halt die Bewusstseinsebenen oder das, was wir wissen, natürlich noch mal ein bisschen variiert. Der eine weiß schon ein bisschen mehr, der andere muss noch ein bisschen inkarnieren, der muss noch das machen. Aber wir sind auf dem Stand, dass wir uns gegenseitig miteinander helfen. Da gibt es keine spirituelle Arroganz oder ich bin über dir, sondern da ist ein, hey, ich teile mein Wissen mit dir und das habe ich erfahren und dann lassen wir das vielleicht auch mit einfließen. Jetzt gibt es wieder Leute, die sagen mit Sicherheit, ja, diese Licht- und Liebe-Fraktion bin ich sehr gerne. Ich bin gerne die Licht- und Liebe-Fraktion, weil genauso erfahre ich es seit 51 Jahren. Ich habe das von Kindesbeinen an. Und ganz ehrlich, sollte das alles nicht stimmen, gehen wir mal davon aus, was ich sage, würde nicht stimmen, dann lebe ich doch mit einem besseren Bewusstsein, dass am Ende etwas da ist, wie jemand, der sagt, du läufst nichts. Also dann habe ich doch lieber meine Vorstellung und sage, hey, das ist toll. Da auf der anderen Seite, da habe ich meine Freude, gehe ich zurück nach Hause zu all meinen Liebsten, ich sehe sie alle wieder und verbringe mit denen die Ewigkeit. Macht mir ein besseres Gefühl. Ob jemand was glaubt oder nicht glaubt, jeder muss da selbst in Resonanz gehen. Ich kann nur aus der Erfahrung sprechen. Ich habe tausende von Jenseitskontakten gegeben, wo mir Beweise gebracht worden sind, die ich nicht wissen kann. Also für mich ist ganz klar, was ich aus meiner Quelle oder meinen Quellen erhalte, ist für mich meine Wahrheit. Ist zu 1000% stehe ich dahinter. Wie du das siehst oder jemand anders das sieht, das ist jedem selbst überlassen. Nennt man freier Wille. Das ist so, ja, auf jeden Fall. Cynthia, vielen Dank für deine Erklärung. Leider, wie ich schon sagte eben, sind wir jetzt am Ende angelangt. Stunde ist schon ja gut vorbei. Vielen Dank für dieses inspirierende Interview. Ich möchte dir von Herzen dafür danken, dass du dein tiefes
Wissen und deine Einsichten über die geistige Welt mit uns geteilt hast. Deine Worte und Erfahrungen sind eine wertvolle Quelle der Inspiration und wird viele Menschen sicher dabei unterstützen, auf ihrem spirituellen Weg zu lernen, zu wachsen und neue Perspektiven zu gewinnen. Vielen Dank, dass du uns die Türen zu dieser faszinierenden Welt einen Spalt geöffnet hast. Vielen Dank, Cynthia. Und wenn ihr, liebe Zuschauer, mal ein Sitting bei Cynthia erleben möchtet, habe ich ihre Webseite in der Beschreibung unten verlinkt und ihr könnt gerne darauf zugreifen. Nochmals vielen Dank für euer Interesse und vielleicht bis zum nächsten Paratalk am Sonntag. Alles Gute, Hermann. Danke, Cynthia. Bis dann. Vielen Dank, lieber Hermann. Ich danke dir von ganzem Herzen. Du warst ein toller Moderator. Super Fragen. Ganz toll durchgeführt. So ein angenehmes, tolles Gespräch. Ich danke dir von Herzen dafür. Und es war mir eine helle Freude, mit dir zu sprechen. Hermann, mach weiter so. Klär die Menschen auf. Du hast eine ganz wichtige Arbeit. Du bist auch ein Stück weit ein Türöffner mit deiner Arbeit, deinem Wissen und gib das weiter. Ich danke dir. Ich danke allen, die zugeguckt haben. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche euch ganz wunderbare spirituelle Erfahrungen, tolles Wachstum und bleibt auf eurem Weg, lasst euch nicht abhalten. Alles, was vom Herzen kommt, ist aus dem Herzen. Ich glaube, das waren ganz tolle Worte zum Schluss und dem muss man nichts Neues hinzufügen. Vielen Dank, bis dann, auf Wiedersehen.